seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Dire team pick. Skywrath Mage. Radiant team pick. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. World Devourer. Radiant team pick. Seconds remaining.
5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Crystal Maiden. Dire team pick. Prepare for battle. Jetzt habe ich auf dem Mikrofon den Mute-Knopf gefunden. So. Also wie ich meinte, perfekt fertig geworden zum Ende des Drafts. Und somit kann man doch hier noch ein bisschen Dota gucken. Das erste Spiel der Starladder Amateurliga in der dritten Gruppe. Diesmal zwischen Gods und I Love Megan Fox. Interessant. Ich habe den Draft, leider musste ich mich währenddessen auf... Jetzt habe ich auf dem... Moment. Wait, mein eigener Stream ist noch an. Selber hören ist halt blöd. So, jetzt aber anscheinend, hoffentlich, vielleicht, sieht gut aus. Anyway, ja, den Draft konnte ich nicht gucken, weil ich muss mich darauf konzentrieren, mein Uplink zum Laufen bekommen. Wir haben Gods mit CM, Doom, Batrider, Wisp und Wraith King. Eine Akro-Try mit CM, Wisp, Wraith King. In der Mitte ein Doom. Und Solo Offline in Batrider, interessant. Dagegen ist Megan Fox mit Spectre, Tree und Scarif Mage. Was ich irgendwie das Gefühl habe, dass das ein stärkerer Trilane ist. Wird man gesehen, ob die hier ein bisschen mit einem Sneaky Play da doch noch was hinbekommen.
In der Mitte der OD, der gegen Doom doch relativ viel Spaß haben wird, war nicht sicher, aber wahrscheinlich schon. Und zu guter Letzt den Center auf der Offlane, der wahrscheinlich gegen Batrider auch sehr gut vorankommen wird. Ja, dann schauen wir mal, ob die Gods, was hier so auf der Trailer möglich ist. Sie haben so die Wahl zwischen Spectre, den Tree oder den Scareth Mage. Entscheiden sich für den Scareth Mage, die bessere Wahl. Die Frage ist halt, ob sie in der Zeit halt genug Damage machen können. Living Armor wurde geskillt, aber eventuell zu spät gemerkt. Und kein First Blood hier für die Gods, was eventuell, ja, da hätten sie was bekommen können, habe ich so das Gefühl. Weil jetzt wird es da nichts mehr geben, es wird Harris vom Scareth Mage rauskommen und das könnte Probleme geben. Aber ich lasse euch da gerne überraschen. Wisp dürfte bald seine Bottle haben, ja. Hat auch noch ein Healing Salve sogar. Eine Clarity anstatt First Bottle. Aber ist jetzt auch bei 700, von daher nicht ganz so einfach. Okay, ins Spiel reinzukommen. Also anscheinend Gods wollen einen fetten Doom und fetten Wraith King haben. Und den unterstützen mit so viel wie möglich. Also mit Wisp den Wraith King buffen oder den Doom. Und mit DCM so ein bisschen das Early Game zu überleben. Während Isle of Megan Fox hier auf Late Game Spectre geht und im Mid Game mit OD und Cent gut zu kämpfen hat und ein extrem starkes Early Game hat mit einem Tree und einem Skyrath Mage. Lineup-wise irgendwie gefällt mir das Ding von ILMF besser, aber keine Ahnung, ich habe auch einfach nur so lange keine CM mehr gesehen. Besonders halt Wisp plus ein tankiger Core ist doch sehr, sehr mächtig. Und tatsächlich kommen hier sogar die Rotations. Und Megan Fox denkt, dass es anscheinend einfacher ist, hier, also die Trident zu dodgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Trident hier wirklich die Probleme gemacht hätte, die Megan Fox hier erwartet. Aber nichtsdestotrotz, ein Dodge von Isle of Megan Fox. Wir sind jetzt zu viert hier, Cent kauft jetzt TP, ja, kann TPen. Rotations sind einfacher geworden, dadurch, dass irgendwie das TP jetzt ein Drittel weniger kostet. Aber nichtsdestotrotz trotzdem damit auch einen kleinen Vorteil für Gods hier. Schon durch das Laning. Gut, schauen wir auf die Last Hit, wie es sonst so läuft. Wir haben tatsächlich den Wraith King und den Doom, der hier sich in der Mitte noch ganz gut halten kann. Aber er hat zum einen die Aura von der Crystal Maiden, was ihm halt auch hilft, das Mana zu haben. Zum anderen, ja, es überrascht mich. Also zum einen relyt er halt nicht auf sein Damage durch Intelligence und damit kann ihn der OD halt auch kein Damage abziehen. Von daher auf der Hinsicht nicht so schlimm wie gegen den Intelligence Hero, der halt auch noch Damage verliert. Crystal Maiden sollte hier vielleicht aufpassen, dass sie nicht zu viel Damage bekommt, aber sie diven hier ziemlich tief und wollen diesen Kill unbedingt. Könnten ihn auch bekommen. Mit der Living Armor wird das ein bisschen problematischer, aber die wird durch die Balls weggemacht. Das könnte ein First Blood geben. Und es wird ein First Blood. First Blood für eine Wisp, der jetzt hier aber durch die Silence wahrscheinlich down gehen wird. Ist dann ein Hit, ja, und jetzt zurücktethern. Ah, der eine Creep macht ihm da Probleme. Er kommt dann auch rein und sollte sich raustethern können. Aber ja, von allen Seiten kommen hier Gegner an und ich glaube nicht, dass er da noch rauskommt. Er könnte allerdings hier noch ein bisschen einfach warten. Ups, Batrider kriegt einen Solo-Kill auf Spectre, dadurch, dass die Supports weg sind. Das ist tatsächlich ziemlich groß. Und sogar Wisp kommt hier noch raus. Und natürlich der Wraith King, was mich sehr, sehr geschockt hat hier. Batrider hat einmal einen Spectre Dagger geworfen, wurde aber nur mit zwei vom Stacks gekillt, okay. Aber vielleicht waren vorher schon fünf drauf. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das läuft tatsächlich richtig gut bisher für die Gods. Und ja, doch sehr überraschend irgendwie. Also Batrider Solo Kill Spectre, ja, Boots First Batrider kann da schon sehr gerne mal diven, besonders weil Spectres Escape daran ist, in die Bäume zu fliegen, was bei gegen Batrider vielleicht nicht so dolle ist. Aber auch schon gute Rotations. Jetzt kommen hier die Support Rotations auf den OD, der Damage bekommt, aber auch mit der Haste Drohne locker okay ist, aber auch erstmal von der Lane runter ist und weiterhin. Doom ist jetzt knapp 20 CS vor ihm. Und ihm da den Vorteil verschafft in der Mitte, den er unbedingt braucht, um sich da gut zu machen. Außerdem mit der Bottle hat er sowieso immer genug Mana. Und wie gesagt, ohne die Intelligence, die ihm klaut als Damage, hat er da wesentlich weniger Kontrolle, der OD, über sonstige.
Bin nicht ganz so sicher, wofür der Odie eigentlich gepickt wurde. Vielleicht um die Mitte einzuschränken. Aber bisher scheint er nie so wirklich zu funktionieren. Batrider farmt hier sogar die Creeps auf seinem eigenen Offlane und treibt eine Tryland zurück, die doch irgendwie sehr, sehr passiv sind dafür, dass sie hier doch eine aggressive Tryland haben. Na gut. Also aggressiv Tryland, SN, wir gehen aggressiv, aber naja. Weiterer Dive auf den Centaur, mal gucken, ob die Supports Rotations kommen. Ja, sie kommen. Stun kommt auf die Crystal Maiden, das könnte sie mit dem Leben bezahlen. Die Frage ist, oh, sie überlebt, noch überlebt sie, die könnte hochgebottelt werden. Und tatsächlich wird hochgebottelt. Wunderbar, überlebt das ganze Ding noch. Centaur Warner geht down und Scareth Mage muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu weit gedived wird. Geht hier um die Ecke, aber CM ist halt da, um den Frostbite zu machen. Zieht sich auch direkt wieder zurück, um keine Arcane Ball zu fressen. Was durchaus eine Möglichkeit gewesen wäre. Und der nächste Kill für Gods, 4:0 am Board. Und dementsprechend sehen auch die Grafen aus, immer weiter in Favor of Gods, die auch die drei Top-Farmer haben. Dementsprechend halt eben nicht nur in Kills vorne sind, sondern halt auch richtig weit sonst in der Lane. Wir haben den Doom in der Mitte, der doch doppelt so viele CS hat wie der OD. Und hier richtig weit vorne liegt 12 Denies, was einen Levelunterschied von einem Level aufmacht. Boah, das ist nicht schlecht. Ja, ein Level ist schon was. Außerdem ist Doombite online und da könnten wir hier ein bisschen Action sehen. 27 Leben. Mit Scorched Earth und Doom könnte das doch sehr schnell irgendwas in den toten OD bekommen. Das Problem eher ist, dass Doom nicht genügend Harass auf den OD ausübt, dass er da Overextensions produzieren kann. Batrider, 7 Minuten, 1000 Gold auf einer quasi Offlane. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Wird auch in einer relativ angenehmen Zeit für ihn wahrscheinlich seinen Blinktail bekommen, obwohl er keinen Dschungel hat. Muss man auch sagen. Oh, er hat sich selber gestackt, okay. 1, 2, ein Triple Stack hier auf dem Hardcamp, was einiges ist. Das Camp ist hier noch geblockt, für noch einige Zeit. Aber die Hardcamps, die gestackt sind, auf jeden Fall was. Auch einen halben Stack, den sich der Doom wohl hier gemacht hat. Und ja, Firefly hier erstmal rein, aber naja. Stackt weiter. Mal schauen, ob wir den Stack bekommen, bin ich mir gar nicht so sicher. Besonders durch diese zurückbleibenden Dinger. Nope. Kriegt er nicht ganz. Ist aber ein bisschen haarig hier mit, besonders hier den Seite zu ziehen, wäre eventuell besser, die Runden zu ziehen. Egal. Kann man da sicherlich machen, wie er will. Auf jeden Fall kriegt er jetzt hier einen Triple Stack, aber Mud Golems, das ist bitter. Oh, eine Regenerationsrune, das ist doch wesentlich sinnvoller oder wesentlich freulicher hier, was er da findet. Und dann kann er auch direkt eigentlich mit dem nächsten Kämpfer weitermachen oder der Creefhaft, der hier reinkommt, wahrscheinlich ein bisschen mehr wert ist. Nächster Dive oben auf der Lane, wieder kommt Support Rotations, wieder stirbt der Centaur wirklich, ja. Und ja, Wraith King hat auch sein Ulti. Wird hier hochgebottelt, sollte wahrscheinlich nicht mehr down gehen. Kriegt noch den Kill hier drauf. Relativ low alle, aber nichts passiert. Sehen hier auch direkt die Rotation vom OD, das heißt, Wraith King TP'd raus. Will seine Ulti hier nicht auf Cooldown setzen, Level 1 Ulti. Ist so eine Sache. 240 Sekunden lang, 3 Minuten, das will man eigentlich nicht haben. Oh, 3 Stacks. Der Spectre wäre sogar ohne das Lasso tot gewesen. Das ist bitter. War da wesentlich zu nah vorne. Hat dem Batrider nicht den nötigen Respekt gezollt. Blink Dagger 9 Minuten. Mit 3 Kills auf den Spectre. Ich fürchte, das Spiel ist so langsam vorbei für Megan Fox. Beziehungsweise für die Leute, die Megan Fox lieben. Was sicherlich nicht alle sind. Aber immerhin, ich könnte das Team Michael Bay nennen. Wobei er sie jetzt wohl nicht mehr liebt oder mag. Weil sie doch nicht alles mit sich hatte machen lassen oder so. Man möchte meinen, Filme von Michael Bay sind nicht ganz frei von Objektifizierung. Aber ich kenne die Story um Megan Fox jetzt hier auch nicht so sehr. Und außerdem haben wir keine Pause. Von daher kann ich über Dota reden. Nämlich einen Centaur-Runner, der jetzt zum 4. Mal in Folge oder so gedived wird. Stun ist gleich ready. Stun, oh, wird nicht gebraucht. Die Balls machen schon alles. Wisp got Balls. Level 3. Ja. Und macht deshalb relativ ohne Probleme kurzen Prozess mit dem Centaur, der jetzt das 4. Mal in Folge quasi auf die gleiche Art und Weise gestorben ist.
nämlich drei Helden, die an seinem Tower vorbeirennen. Was halt auch, ja, mit dem Movement Speed sind hier Power Trails in Online, 350 Movement Speed plus ein Link Tether 12%, 17%. Ja, das ist auch schwierig, davon wegzukommen. Halt immer komplett außerhalb der Reichweite zu kommen, weil der erste Frostbite oder der erste Stun ist halt quasi auch schon der Tod von dem Centaur, so tanky er auch eigentlich ist. Aber von Tank, ohne Tank-Items und so generell, ist es halt auch schwierig. Levels hat er, das ist Level 6, geht auch komplett auf Return. Einfach nur, ja, um den Damage zurückzuwerfen, um immer ein bisschen Damage zu machen, einfach dadurch, dass er sein komplettes Leben verliert. In der Hoffnung, dass der Skyrath Mage, der treu jedes Mal zum Deffen kommt, aber immer nicht ganz den Kill bekommt, dass er da irgendwas machen kann, aber bisher ist da noch nichts mit zu tun gewesen. Doom wird wahrscheinlich auch bei seinem Blinkdagger bekommen. Ah, Relocate unten. Okay, das, da muss ich jetzt auch noch aufpassen, auf die Karte gucken. Crystal Maiden wird hier gecatcht. Die Frage ist, wohin kommt der Relocate zurück? Relativ passend, aber nur Wisp ist da. Das ist natürlich blöd und er will auch... Er will auch nicht der Wisp dahin tippen. Versuchen hier noch gerade einen zu bekommen, aber nichts. Nichts möglich. Wisp tippt rechtzeitig raus. Ob das jetzt gesehen wurde oder ob das einfach ein... Ich muss sowieso auf die Bottomlane ist. Weiß man nicht. Ja, der Stand. Jetzt sieht es so langsam aus. Wir haben hier relativ viel Vorteil für Gods. Networth ist bei 10.000 oben, obwohl Gods nur einen Tower haben. Was richtig erstaunlich ist. Aber die Jungs farmen hier richtig dolle. Und farmen hier komplett IMF MF weg. Wir haben hier 38, 80 sind 70, 80, 81 Last Hits komplettes für das komplette Team von Isle of Megan Fox, wohingegen der Doom fast das Ganze schon toppt. Dementsprechend knapp dreimal so viel Farm auf Gods wie auf Isle of Megan Fox. Was so ziemlich. Ja, die Hauptaussage dieses Spiels ist. Und damit überfahren sie gerade komplett. Oder damit wird Isle of Megan Fox gerade komplett überfahren. Es sieht schlecht aus. Aber, ja, was sie machen müssen, sind Pickoffs machen. Pickoffs holen. Wraith King wäre der logische. Logische Sache hier. Das Problem ist, es wird halt gerade eher gefeedet. Ah, da kommt er nochmal gerade weg. Vielleicht sollte er jetzt nicht so tief diven. Will auch raustippen. Aber. Okay, hat sich da jetzt wegbewegt und sagt, okay, ich manfighte das Ganze. Mit dem Wisp kann er das tatsächlich machen. Sie können keinen Damage machen. Das ist hier eben gesehen. Und jetzt geht's einfach hier weiter rein. Frostnova. Na, auf sich selber und sogar noch versucht, hier den Living Armor zu machen. Nächster Stun ist ready. Nächster Stun fliegt. Und ein nächster Kill. 13-1 für Gods. Synatec mit dem Double Kill 3-0-8 tatsächlich, weil Wisp ihm halt irgendwie alles gesteelt hat. 7-0-4 auf diesem Wisp, der sich bald entweder ein komplettes Mech basteln kann. Oder. Ja, wahrscheinlich hat der Doom das Mech. Nee, ist sich auch nicht sicher. Ja, Doom Radiance. Wisp Radiance, nee. Geht hier vielleicht auf das Oils? Oder so? Bin ich mir nicht sicher. Und ja, Wisp ist da. Hielt ihn hoch. Und hat einen extrem hohen Movement Speed. Jetzt wird Wisp angegangen. Könnte, sollte nicht hier down gehen. Hat er seinen Link da und kommt hier raus. Wraith King ist drin, hat seine Reincarnation benutzt. Und kommt hier doch raus. Relocate von Wisp, der da, ja, den Batrider rettet. Beziehungsweise mit dem Batrider wieder reinkommt. Das ist natürlich auch gut gespielt. Kommt hier rein, kriegt hier noch den Chain Protector. Immer noch keinen Lasso benutzt. Godlike für den Wisp. Für den Wisp. Das ist alles mit dem Ballsteed. Oh man, 9-0-5 für den Wisp. Das ist übel, ja, und Doom geht. Okay. Für Doom ist das Spiel gelaufen. Er kauft sich seinen ersten Degen. Er hat gleich Geld für Degen 2. Wisp hat was im Stash. Ist es ein Oils? Ist es ein Oils? Ist es ein komplettes Oils? Warum nicht? Es bricht den Tether, soweit ich weiß, nicht. Dementsprechend kann er halt das einfach weiter tethern. Degen 2. Für den Doom. Ja, Maker wäre auch zu langweilig, Blink wäre auch zu langweilig. Wo man mit Blink tatsächlich viel Spaß haben kann hier. Aber Dagen auch. Auch wenn er nur Creeps Dagent. 16-1. Ich glaube, das ist relativ einseitig und sollte recht bald mit einem schnellen, fast perfekten Win für die Gods hier enden.
Und ja, wie immer ist es die Crystal Maiden, die nicht einfach nicht lassen kann zu feeden. Und auch hier den größten Feeder auf dem gesamten Team darstellt. Eventuell sogar jetzt ein zweites Mal. Ich glaube, das... Na, scheint sie tatsächlich durch den Movement Speed Bonus zu überleben. Ja. ich bin mir nicht so sicher. Oh, schönes Olze benutzt, aber die Frage ist... Oh, ein schöner Tetherway. Crystal Maiden ist jetzt mittendrin, muss jetzt hier aufpassen. Aber, ja. Oh, die ist down. Dagen plus Doom. Ging relativ schnell. Flamebreak gedodged von Spectre, der aber jetzt auch down geht. Centaur versucht sich ein bisschen Ruhe zu machen, aber ups. Wraith King mit Auto-Attack on. Hat da doch den Falschen gemacht. Flamebreak ist jetzt online. Ja gut, Lasso könnte man benutzen, wird aber nicht nötig sein. Und 20 zu 1 für die Gods, die hier aus dem Fast-Kill auf die Crystal Maiden, die hier angegoat wird, bis hierhin überlebt und dann einen kompletten Turnaround mit 4 zu 1. Ich sehe den Fight-Recap. Einiges. Okay, na, der Fight da. Gods werden dementsprechend auch overconfident und fangen hier an, den Gegner ein bisschen zu taunten. Kann man natürlich verstehen. Wenn für die wird das Spiel auch langsam langweilig, sie haben vielleicht Spaß. Also wollen sie sich vielleicht da auch reinmachen. The Comeback is real, ja, besonders wenn 10 zu 0 zu 8 auf einem Wisp ist, den man doch relativ einfach killen kann. Andererseits mit dem Oils, mit dem Relocate sollte es relativ schwierig sein, da ranzukommen. Denn ein einfaches Relocate gibt den Gods 12 Sekunden. Und auch wenn nur der Wraith King da steht, ich glaube, der ist zurzeit genug, um das komplette gegnerische Team zu killen. Immerhin jetzt. Also noch nicht ganz den Punkt überschritten, wo Doom mehr Last Hits hat als das komplette gegnerische Team. Wir sind hier halt immer noch bei 80, 100, 104 zu 96. Ja. Und Gods diven hier sehr, sehr deep. Könnte der IMF die Möglichkeit verschaffen, da was zu tun? Aber es sieht erstmal nicht so danach aus. Besonders wenn man bedenkt, dass Wisp mit seinen Balls tatsächlich auf die große Range fast ausreichend Damage macht, um das komplette gegnerische Team zurückzuhalten. Ein sehr einziges Spiel, aber tatsächlich haben die Lanes super funktioniert von Gods, die anscheinend, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge war, Crystal Maiden wurde zuletzt aufgepickt und es war, würde ich sagen, ein richtig guter Pick. Wir haben gut Mana gehabt, konnte der Bad Freder konnte ständig Fireflyen, der Doom konnte ständig devouren. Auch gegen einen OD, obwohl er dann dementsprechend relativ wenig Mana hatte. Was aber tatsächlich der perfekte Counter für die ist, nämlich Mana-Regeneration. Und Spells, die nur 50 Mana kosten, wovon Doom halt genug hat. Muss man dazu sagen. Auch mit der Midas hat er einfach das Ding durchgemacht. Okay, Gods warten jetzt so langsam, machen noch Roshan und wollen sich zu 100% sicher gehen. Außerdem sagen sie sich, okay, wenn IMF noch nichts macht, dann hey, warum nicht? Wisp würde hier gerne Roshan tanken, aber Roshan interessiert sich absolut nicht für den Wisp. Kriegt jetzt ein bisschen was ab. Weil Wraith King ihn auch noch ein bisschen vorne stehen lassen hat. Dauert doch relativ lange, aber ja, Batrider kann da halt auch alleine hier Solo-Kills machen auf so einem Centaur oder sowas. Hätte hier eventuell die Möglichkeit gehabt wegzublinken. Dadurch, dass Concussive Shot jetzt disjointable ist. Vielleicht war er da noch nicht dran gewohnt. So, diese Concussive Shot kommt, ja gut, okay, da brauche ich nicht wegzublinken. Das ist halt so. Bam. Bam. Und zwei Wispilos sind weg. Wir brauchen hier sehr, 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 sehr viel Zeit darauf, den Rumstand zu killen. Sie haben halt auch zugegebenermaßen kein Damage ohne den Doom, der halt jetzt auf Dagen ist und ja. Es ist ein All-In-Build ohne das Problem des All-Ins. Weil zurzeit All-In halt nur, dass es zum Trollen und zum Hero-Kill gut ist, aber sonst nichts bringt. Der Punkt ist, sie brauchen gerade auch nichts mehr, nicht mehr als mehr Heroes killen und ein bisschen Spaß haben. Haben hier die Ward, die im Patch-Trailer halt auch sehr, sehr gut sieht. Gem ist noch keins vorhanden, von daher wird jetzt einfach der T2 Tower Bottom gepusht. Vielleicht danach könnte der T2 top sein. Dann sind die das Networth bei 25k, wahrscheinlich bei 30k angekommen. Das sieht man auch nicht mehr oft in den Spielen. Es ist, ja. Der Graph ist stetig.
steigend. Nicht nur steigend, sondern auch stetig. Tatsächlich, wobei hier eventuell könnten Tippen sein, von daher nicht mehr stetig. Das ist auch der einzige Kill, den Chris Mann hier abgegeben hatte. Ja, Chris Mann wieder zu viel gefeedet. Doom auf dem Center Warrunner. Spectre hat sich an den Wisp geportet. Nope, hat sich nicht. Hat sich hier nach hinten raus geportet. Und ja, Wraith King geht weiter. Die Crits machen doch einiges an Damage hier. Und Level Death zusammen im Dagen 4. Ja, jetzt Dagen 5. Macht doch zum Tree One-Shot. Kurzen Prozess. Jetzt fängt es ein bisschen an zu stocken. Okay. Aber nein. Wraith King burnt seine erste Reincarnation, hat aber danach auch noch die Aegis. Wollte auch versuchen, diesen Kill noch zu bekommen, aber Doom hat ihn vorher. 4-0-5 mit einem Dank 5 ist tatsächlich nicht so. Nicht so, wie ich gedacht hätte. Kauft sich noch einen Soul Ring, einfach damit er öfters das Dank einsetzen kann. Okay. Ja, Britzel. Oh, und er schafft es tatsächlich nicht, hier den Down zu bekommen. Und Diven ist natürlich auch ein bisschen schlecht. So langsam machten hier die Legs aber doch ein paar Probleme. Ich muss hier ein bisschen rauszoomen, weil gleichzeitig wird sowohl Bottom gepusht, als auch der Fountain gedived. The Comebacks are real. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das ist. Glyphe wird hier benutzt, aber Wisp könnte tatsächlich ein Problem haben. Ah, geht hier gerade so raus. Die Frage ist, könnte reichen. Hammer fällt auf Doom, der das Ganze einfach mal so tankt. Ja, Wisp. Will wieder rein. Ist mitten im Spectre drin. Okay, ja, es ist Bait, aber ziemlich weit. Godlike Stream mal wieder für Synetic. Ah, ne. Synetic kriegt jetzt auch auf dem Wraith King seine Godlike Spree. 9-0-12. Der Wisp ist aber immer noch mit 10-0-14 weit ungeschlagen vorne. Batrider und Doom haben jetzt den magischen Punkt, dass ich habe mehr Farm als das komplette Team zusammen übersprungen. Und dadurch, dass alle auf Megan Fox kein GG callen wollen, muss Wraith King jetzt mit doch etwas wenig Damage, dadurch, dass sie jetzt alle auf Dagen gehen, Not. Ja. Braucht man doch einiges an Zeit, um sich da durch diesen Tower zu kämpfen. Whoops. Und einiges an Zeit, um sich da durchzudaggern. Oh, Wraith King. Ist tatsächlich low, hat ja nicht die Aegis, sondern Wisp hat die Aegis. Das ist gerade sinnvoller. 10.015, 10.012, ja, Wisp, du musst jetzt was machen. Wurde eingeholt. Ich glaube, er muss jetzt auch einen Dane kaufen, um sich Dinge zu snipen. Das Problem ist, es wird relativ schwierig, hier Dinge, also Heroes zu snipen, da halt jeder einen Dane hat. Und es ist halt schwierig, bei Low HP irgendjemanden zu dagenen. Denn entweder sind sie alle tot oder halt auch nicht. Doom holt den OD. Und weiterhin wird es schwierig. Kriegen wir noch den Centaur? Wahrscheinlich. Balls. Ah, kriegen wir nicht ganz hin, muss hier weglaufen. Weiter noch den Spectre. Allerdings, jetzt könnte es ein Problem werden. Und Relocate zum Safen. Gerade so rausgekommen. Aber das Problem ist natürlich jetzt, der Wraith King hat jetzt mehr Hits, mehr Kills als der Wisp, was man eigentlich nicht will. Kommt jetzt hier ein Blink Dagger, dem aber auch nicht hilft, zurückzukommen. Muss halt irgendwas tun. Einen Kill braucht er noch. 10-0-18 gegen 11-0-12. Doom ist jetzt auch im Aufholen. Das wird ein Problem für ihn. 9-0-7. Also Wisp, so, er hat das Midgame gut überlebt. War weit vorne. Aber jetzt fällt er richtig weit zurück. Muss irgendwas tun. Außer seinen Tether länger machen mit diesem tollen Blink-Trick, ja. Auch Chris the Main, wie sieht die aus? Nee, Support ist real. Doom kriegt den nächsten Kill. Das ist schön, dass Wraith King nicht mehr bekommt. Wisp hat noch eine Chance zurückzukommen. Allerdings mit dem Item-Bild hier sehe ich da schwarz für ihn. Es scheint nicht genug zu sein, Wisp. Die Item-Choice von Dagger war hier absolut nichts. Also da muss er sich nochmal abends alleine hinsetzen und die Item-Choice überdenken, weil, also mit einem Dagger kriegt man absolut nicht mehr Kills. Ja, das ist halt Mechanik. Ja doch, ist ein Bug, ja. So. Und jetzt wird's real, aber, ja, Doom hat wieder den Kill gesteelt. 12-0, oh nein, Wisp, muss irgendwas tun, muss auf jeden Fall die Assists durch die Boards bekommen.
10.020, ja. Allerdings, ja, ich glaube, es hat nicht gereicht. Ich muss mal gucken, aber sowohl Doom als auch Wraith King haben ihn jetzt überholt. Starkes Missplay von Wisp, der mit den Items definitiv nichts machen konnte. Das ist bitter. Vielleicht wird er dann im nächsten Spiel mehr machen. Ja, wir sehen es hier, wenn ich eine Maus hätte. Okay, nevermind. Ah, wir sehen es halt hier. 10.020 für den Wisp. Killbeteiligung war okay, aber er hat einfach am Ende nichts mehr machen können. Da haben ihm die Degens... Was haben wir hier? Degen 5 und Degen 5 wahrscheinlich auf Wraith King und Doom. Naja, Wraith King ist nicht ganz Level 5, wie ich in dem Icon hier erkennen kann. Das hat nicht gereicht. Da muss er nochmal gucken, dass er da vielleicht im nächsten Spiel besser ist. So. Trollmod off. Well played. Aber ja, ich glaube, alle auf Megan Fox kamen sowohl mit dem Draft als auch mit dem Spielstil nicht ganz an die Gods ran. Das war das Spiel 1 der Starladder League, wo ich auch gleich mal nachgucken kann, in welcher Division wir uns hier befinden und in welcher Gruppe. Ich war und bin Sisters und Dota. Das war das erste Spiel von dreien. Wir sehen uns in den anderen beiden. Bis dann. Auf Wiedersehen.